Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wundervollen Mittwochmorgen. Heute ist der Tag der Langsamkeit, der 1. Dezember 2021. Wir haben schon ein gewisses Übungsverhalten. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber sozusagen, es ist schon eine kleine Vorbereitungsphase im Laufen für was auch immer. Großartige Zeit, grandiose Zeit, es schaut für uns unvorstellbar gut aus und es ist einfach nur schön zu sehen, wie sich, naja, die Satanisten ihr eigenes System zertreschen. Wenn es ihnen Freude bereitet, bitte, wenn es in ihren heiligen schwarzmagischen Büchern so drinnen steht, dass eben der Phönix wieder sozusagen aus der Asche hochsteigt und so weiter, na, dann schauen wir uns das doch mit Freuden gerne an. Es schaut, wie gesagt, sehr, sehr gut aus und ja, auch die derzeitige Lage, ja, Volksgenossen, es wird nur noch gestraft, Archipel Gulag, es hat alles Konsequenzen, ihr kommt uns nicht davon. Nein, 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 wir werden euch schon nicht davon kommen, wir wollen euch ja bei eurer Verabschiedung auch noch beobachten oder wir wollen dem Ganzen noch aktiv beiwohnen. Also großartige Prozesse, die derzeit laufen. Und naja, das Oppositionshoroskop von Mond Uranus, muss ich sagen, das ist ein gesalzenes Horoskop, weil der Mond ist der Herrscher des 8. Hauses und hier können wir die Sonne als eingeschlossenen Herrscher, ja, die Mond der Sonne, exakt am Aszendenten bewundern. Also das könnten jetzt sehr, sehr intensive 14 Tage werden. Und natürlich, Mond-Uranus-Spannung, da sind die Nerven doch, würde ich sagen, in einer gewissen Rotglühphase. Also man sollte die Schachtel mit Vitamin B hochdosiert Tabletten immer griffbereit haben. Schauen wir mal, was uns die heutigen Gewinnzahlen eben für morgen, also die morgigen Gewinnzahlen, versprechen. Übrigens, morgen ein keltischer Donnerstag, wie auch ein keltischer Donnerstag im falschen Kalender. Ihr wisst ja, ich halte von dem Kalender nichts. Und wir haben folgende Zahlen. Die 2, die 14, die 16, nochmals die 16, die 18, die 19 und schon wieder die 10 und die 1. Ja, es fällt schon auf, gell? Die 10 und die 1, die haben wir eigentlich verdächtig häufig. Naja, die 2 steht für Neptun. Ja? Und hier soll eben Kosmisches auf Erden wirken, es soll Heilung entstehen. Ja? Und hier sollten wir dieses Horoskop vielleicht dann auch unter dem Grundsatz der Heilung erfassen und verstehen. Die 2 steht natürlich für die Hohepriesterin. Die 14 an zweiter Stelle. Die 14, ja, wo ist sie? Ja, hier links unten, ganz klein, Bescheidenheit, sie steht auch für die Bescheidenheit. Und hier geht es natürlich auch um Lernprozesse. Ja? Lernprozesse, die man eben viele Inkarnationen abgelehnt hat und so allmählich sollte man sich dann mit diesem Thema dann doch ein wenig auseinandersetzen. Das bedeutet in der Praxis, dass jetzt die nächsten 14 Tage mit Haferflocken gesäumt sein werden. Haferflocken sind gut, ich habe am Herd schon ein Töpfchen mit Haferflocken stehen, also alles Bio, auch Himalaya-Kristallsalz kommt hinein. Und ja, Haferflocken sind gut, davon kann man lange gut, gesund leben. Die 16, naja, die doppelte 16, die könnte jetzt in den nächsten 2 Wochen virulent werden, weil bitte, wie gesagt, die Mond, Hauptdarstellerin ist Skorpion, als Herrscher des 8. Hauses. Oje, oje, oje. Und die Sonne am Aszendenten ist eingeschlossener Herrscher der Sonne am Aszendenten. Da könnte die 16 doch einiges an Bedeutung haben. Ich schätze, ich werde heute noch ein bisschen was einkaufen. Naja, ich meine, da steht es im Horoskop drin und ihr wisst ja, okay, jetzt kann wieder jemand sagen, ja, aber deine Prognosen sind alle falsch. Sage ich, das gebe ich ja ehrlich zu. Ich habe eine 0% Trefferquote und ich habe mich immer als drittklassigen Astrologen bezeichnet. Darauf bestehe ich. Die 18 an fünfter Stelle.
Naja, die 18 an fünfter Stelle ist wieder eine neptunische Zahl, weil hier geht es um Täuschen und getäuscht werden, aber auch um die Beendigung von Karma. Ja? Also hier soll jetzt irgendeine große Lüge zu Ende gehen. Naja, und das werden wir dann im Horoskop auch sehen, welche Lüge das sein wird. Die 19. Ende gut, alles gut. Die größte, wie es einige bezeichnen, die größte und stärkste Schutzzahl, ich wollte schon Suchtzahl sagen, die stärkste Schutzzahl, ja, Schutz, Sucht klingt irgendwie ähnlich, und die Sonne strahlt uns vom Himmel, das heißt, gut, also ich meine, wir sehen hier durch die Chemtrail-Wolken jetzt nicht so wirklich die Sonne, aber wir erahnen, dass sie irgendwo dort oben sein muss. Auf jeden Fall energetisch gesprochen sollten auch diese 14-Tages-Periode für uns gut ablaufen. Es geht ja in erster Linie um Erkenntnisse. Es geht ja darum, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir eben aus diesem unseligen Konsumismus herauskommen. Aber ich habe ja nichts gegen Konsum, wenn es sich um Dinge handelt, die man wirklich braucht. Ja, da braucht man nichts reden, das ist doch logisch. Das sind Bedürfnisse. Und die letzten beiden Zahlen, die nehmen wir auch noch durch. Vielleicht huste ich noch ein bisschen in dem Video, weil bis jetzt habe ich sehr erfolgreich zurückhalten können. Aber schauen wir mal, vielleicht kommt ja doch noch ein bisschen was zum Vorschein. Die 10. Das habe ich als die Sonne bezeichnet. Die 10, das Rad des Schicksals, Alpha und Omega, Anfang und Ende sozusagen. Hier geht es auch um das Lösen von der Materie. Ich würde sagen, Lösen von der Materie bedeutet in der Realität auch, die Dinge zu behalten, die man braucht, denen Freude bereiten, wo Kreativität fließt. Und alles, was man nicht braucht, das sollte man doch einfach lassen. Und die letzte Zahl, die 1, steht für Pluto. Neubeginn, Zeugungsimpuls, Neuanfang. Naja, schauen wir mal, ob sich das in den 14 Tagen ausgeht. Ist vielleicht ein bisschen ein verwegener Anspruch, aber wir stellen es einmal in den Raum. Vielleicht kommt es ja zu einem Neubeginn. Ich bin schon selber neugierig. Ja? Bin wirklich neugierig, was sich da in den nächsten 14 Tagen entfalten wird. Und es schaut, es schaut interessant aus. Weiter zum Parte 2, oder wie das so schön heißt. Ende.